Cluster-Nerv ist Gaming, im Prinzip im Mainstream, Performance und in den Enthusiast-Bereich. Das Mainstream wird über das Pavilion-Segment, also Pavilion Gaming, eher adressiert. Das sind halt die Spieler, die einen fertigen Rechner haben wollen, die jetzt nicht unbedingt über Upgradability nachdenken, die sich vielleicht auch nicht ganz sicher sind, ist das Spiel wirklich was, die eher preisoptimiert dann daher suchen. Von daher, das Mainstream-Segment adressieren wir über den Pavilion Gaming Brand. Omen ist dann wirklich für die Spieler, die halt mehr Performance suchen wollen, aber auch mehr drumherum haben wollen. Das heißt zum einen Upgradability, aber halt auch Devices, die sie bei ihrem Spiel halt noch verbessern und unterstützen. Das heißt, NT-Rollover mit dabei ist, ich das Produkt erweitern kann, wenn ich das möchte, also Festplatte tauschen oder RAM tauschen, nur im Bereich oder halt wie beim Desktop, dass ich halt auch Grafikkarten, RAM-Bausteine tauschen kann, um mein Produkt dann halt endlich anzupassen. Das ist genau die Idee bei dem Omen-Release-Händler, das heißt volle Erweiterbarkeit. Sie kennen wahrscheinlich den Omen-Spiel 880, ein etwas größeren, der dann auch die wechselbaren Slots hat. Das Produkt wird sich leichter runter positionieren, das heißt wir werden hier ausstattbar sein bis zu RX 2080. Also keine TI- oder SLI-Lösungen, sondern es gab für den, daher für das Einstiegssegment im Omen-Bereich zu gedacht, aber halt wirklich volle Upgradability, wie man es auch bei den Omen 880 ist. Das heißt, wir sehen hier, wir haben ein schönes Wiesfoto, das sich recht einfach entfernen lässt. Einfach einen Knopfdruck an der Seite und das Produkt löst sich dann halt hier. Ich kann einfach die Klappe nach vorne und hier an der Seite kommt. Das Wiesfoto löst sich und ich komme an alle Komponenten sehr einfach dran. Das heißt schon mal hier, keine Tools, Schrauben lösen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur die Klappe entfernen und kommen an alle Komponenten. Wir haben hier Standard ATX-Boards drin verbaut und auch ein Standard ATX-PSU. Das heißt also, ich kann hier über Standardkomponenten einfach erweitern oder halt auch das Netzteil tauschen, falls ich dann meine Grafik drin habe, die mehr Performance benötigt als gegen im Produkt drin verbaut war. Sehen Sie auch hier, wir haben eine Kooperation jetzt mit HyperX, dem RAM-Hersteller. Wir werden in den zukünftigen Omen und in diesem aktuellen Produkt die HyperX Furry RAM-Bausteine verbauen. Das heißt Standard DDR-RAM und keine SO-RAMs oder sonstiges, wie es halt in manchen Bereichen gemacht wird. DDR3 oder DDR4? Bitte? DDR3 oder DDR4? DDR4. Genau. Von der Erweiterbarkeit oder von der Ausstattbarkeit, drei Slots für Festplatten, die in dem Produkt drin verbaut werden können. Wie gesagt, bis zu RX 2080 wird das Device skalierbar sein. Wir starten bei einem Preis um die 8,99 mit einer AMD-Ausstattung und 9,99 dann, wenn es Intel wird. Dann auch die ganzen Soft-Features, die man halt um die Omen-Rechner herum kennt. Das heißt, haben wir innen drin die beleuchtete Zone oder hier außen das Omen-Logo, das beleuchtet ist, das sich dann über die Omen-Command-Center dann voll steuern kann. So, wenn hier mal drauf geht. Hier mal die Lightning Control, ich habe die beiden Lightning Zones und kann dann halt hier unterschiedliche Farben im Produkt zuweisen. So dass halt dann der Gamer halt hier das halt gerade nicht mit seine Beleuchtung von dem Device anpassen kann. Gibt es sonst noch Fragen zum Produkt? Gesagt.